Einen Tag nach der 3:0-Gala beim FC Chelsea die Schocknachricht für den FC Bayern. Robert Lewandowski wird dem Rekordmeister aufgrund einer Knieverletzung rund 4 Wochen fehlen. Zurückkehren soll der Pole spätestens im April gegen seinen Ex-Club Borussia Dortmund. Doch wer ersetzt bis dahin den Mann, der in dieser Saison bereits 39 Mal getroffen hat? Wir zeigen 3 mögliche Varianten. Variante 1. Assist-König Thomas Müller, den Hansi Flick von der 10 eine Position nach vorne beordern könnte. Das würde Platz für den bislang noch nicht überzeugenden Philippe Coutinho machen. Müller erlebt unter Hansi Flick einen zweiten Frühling, ist in dieser Saison mit 5 Toren und 14 Assists allerdings eher Vorlagengeber als Torjäger. Als Torjäger kann man Joshua Zirkzee bezeichnen. In 3 Bundesligaspielen erzielte der 18-jährige Niederländer 2 Tore. Und das in insgesamt nur 10 Einsatzminuten. Allerdings birgt diese Variante auch das größte Risiko. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Zirkzee diese Torquote aufrechterhalten kann und Flick im Meisterkampf auf den Youngster setzt. Die dritte und wohl wahrscheinlichste Variante ist, dass Serge Gnabry im Sturmzentrum aufläuft. Der deutsche Nationalspieler kommt in bislang 30 Pflichtspielen auf 27 Scorerpunkte und brillierte jüngst beim 3:0 in London mit 2 Treffern. Allein von der Effizienz her wäre es nur logisch, Gnabry in die Spitze zu stellen. Dann bleibt aber die Frage, wer den linken Flügel besetzt. Coutinho wäre wohl Favorit, da Ivan Perisic aktuell noch verletzt ist. 3 mögliche Varianten. Am Ende entscheidet aber Hansi Flick, wer seinen Wunderstürmer ersetzen soll. In der Bundesliga warten immerhin erstmal machbare Aufgaben. Und beim Kracher gegen den BVB soll Lewandowski dann wieder auf Torejagd gehen. Doch bis dahin muss es jemand anderes richten.